Sascha, heute war dein Abschied. Du wurdest von den Fans gefeiert. Wie geht's dir jetzt mental? Ja, ich glaube, ich hatte ja ein bisschen länger Zeit als die Spielerin auf dem Feld, um mich darauf vorzubereiten. Aber das ist natürlich schon ein harter Schritt. Ich habe das, glaube ich, im Vorgehalt schon mal erwähnt gehabt, dass generell die Entscheidung eine harte war. Und jetzt ist es natürlich so weit, dass es Schluss ist hier. Jetzt konzentriere ich mich auf mein Knie und dann geht es mir wieder gut. Du hattest hervorragende Jahre beim HCL. Wie würdest du die insgesamt einschätzen? Ich hatte 6 Jahre, die waren so viel mit Hochs und Tiefs. Wir haben Pokale gewonnen, wir haben auch ganz bitter Meisterschaften verloren. Jetzt die Situation in diesem Jahr, ich weiß gar nicht, wie ich sie beschreiben soll, weil wir eigentlich eine richtig geile Mannschaft zusammen haben. Wir haben dann mit Verletzungen gekämpft und natürlich die ganze wirtschaftliche Situation. Aber diese Mannschaft war einfach immer so stark und hat eigentlich jede Kritik, die wir abbekommen haben, trotz der ganzen Situation eigentlich immer standgehalten. Und ich hoffe, dass es hier weitergeht für die Mannschaft, die hier bleiben und dass man sich nächstes Jahr in der Saison wieder sieht. Aber der Abschied war doch eine sehr schwierige Geschichte heute, nicht? Das auf jeden Fall, ja. Das wäre schlimm. Ich bin gern hier in Leipzig, das ist mein Verein und das ist auch meine Stadt hier. Und ja, jetzt muss ich das heute Abend nochmal gebührend feiern und dann freue ich mich auf die neuen Aufgaben. Und deine neuen Aufgaben vielleicht abschließend gefragt, wie geht es jetzt weiter beim THC und der Nationalmannschaft? Ja, jetzt zählt erstmal, dass ich mein Knie wieder fit bekomme und dass ich an für sich fit werde. Dann steht natürlich ein Umzug bevor und dann hoffe ich, so schnell wie möglich beim THC einsteigen zu können und dort Vollgas zu geben, um meinen kleinen Quäntchen Chance, die ich vielleicht habe, um hier auf der Platte zu stehen im Dezember, die zu ergreifen und für Deutschland zu spielen. Wenn ich das abschließend sagen darf, es war noch für den Reporter sehr intensive, emotionale, erfolgreiche und immer sehr interessante Gespräche mit dir. Vielen Dank für die sportliche Seite, aber auch für die emotionale Seite. Danke dir.